Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge 7 Days und ich will euch gleich mal zeigen, was ich heute Nacht gemacht habe. Ihr seht es an der Uhrzeit, 3.50 Uhr, das bedeutet, in ein paar Minuten wird es hell, beziehungsweise ja, man sieht schon, es wird schon hell. Und ich habe die Nacht in der vollen Länge durchlaufen lassen, also habe die nicht geskippt, sondern habe es wirklich genutzt. Ihr seht es, ich habe im Prinzip nichts anderes gemacht als Bäume aufwerten und ich habe mir dafür den teuren Klauenhammer hergestellt. Qualität 3 können wir da machen, das ist gut, weil da brauche ich nur zwei Schläge im Vergleich zu dieser Axt, wo wir, glaube ich, drei oder vier Schläge gebraucht haben. Soweit bin ich gekommen. Jetzt war ich gerade nochmal Holz holen, das bedeutet, wir könnten weiter aufbauen, das können wir aber auch später machen. Ist nicht das große Problem. Das meiste hier ist schon erledigt. Das bedeutet, der Großteil ist aufgewertet. Es fehlt hier noch ein bisschen und auf der anderen Seite, das ist aber nicht das Problem. Das sollten wir bis Tag 7 schaffen. Dann ist mir aufgefallen, während ich hier am Arbeiten war, ist immer mal wieder jemand aufgetaucht. Und einige sind, ihr seht es hier zum Beispiel, ja, einige haben hier dagegen geschlagen. Und sind davon auch nicht weggekommen, sondern sind immer hier gestanden und ich muss die erst triggern, damit sie dann loslaufen und dann sind sie hier hochgekommen. Das hat schon mal funktioniert. Aber deshalb habe ich alle Spikes, die wir hergestellt haben, habe ich jetzt einfach mal hier rund um diesen Block verteilt, dass der maximal geschützt ist. Und wenn die Zombies Schaden erleiden, dann laufen sie meistens weiter. Also das ist so mal die Idee. Aber ich habe wirklich ein bisschen Bedenken, dass der Laufweg, nehmen wir mal an, die kommen jetzt von hier. Und greifen dann hier an, dass der Laufweg von hier zu weit ist, um die Strecke zu finden, sprich hier durch, hier hoch und hier wieder rum. Das bedeutet, zum einen habe ich mir überlegt, ob wir nicht hier, dafür ist es sehr hoch, ne? Lass mal kurz gucken. Ja, dass wir quasi hier ebenfalls eine Treppe hinmachen. Das könnten wir machen. Ja, so. Es ist ein bisschen eng an dieser Stelle, aber ihr versteht wahrscheinlich meinen Gedanken dahinter. Das ist mal wieder als Blockform. Ich will es mal ganz kurz mit einfachen Blöcken machen. Und dann sind wir auch schon drin. Also ich will natürlich hier weiterbauen und will aber auch Quests machen. Also ich will euch eigentlich nur zeigen, was so meine Idee war. Und dann schauen wir uns weiter um im verbrannten Gebiet und machen Quests. Aber trotzdem, lasst uns hier noch kurz so ein klein bisschen basteln. Das ist echt Mist. Guck mal. Das artet sehr schnell aus, sehe ich gerade. Wenn ich es mal auf einer Seite mache. Den Treppenstufenblock hier. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es ist schnell wieder abgebaut. Halt so. Wisst ihr, dass einfach der Aufgang von allen Seiten möglich ist? Das würde vielleicht ein bisschen was helfen. So. Bin ich mir nicht sicher. Müssen wir ausprobieren. Ich weiß es nicht. Ansonsten, Inventar ist schon wieder so voll. Ich weiß, ich sollte die Bäume pflanzen. Ich war jetzt auch ein bisschen weiter weg, um die Bäume zu holen, damit hier nicht alles kahl wird. Die ganzen Sachen schmeiße ich raus. Ich habe ein bisschen Metall geholt, können wir gleich einschmelzen. Also hier unsere, wo ist sie? Hier wird immer größer. Und ja, das war's basically. Also das ist alles, was ich gemacht habe. Und ich finde, es sieht cool aus. Aber ich bin so gespannt, ob es funktioniert. Wenn nicht, würde ich aufs alte Konzept zurückfallen. Sprich, wenn es nicht klappt, dann würde ich hier abschneiden, diesen ganzen Bereich hier vorne zusammenschlagen und versuchen, die Treppe hier aufzubauen. Ja, dass die eben seitlich hochkommen. Das dürfte den Laufweg deutlich verkürzen und die Chance erhöhen, dass sie direkt in die Falle laufen. Und ansonsten Türen. Ich habe wieder welche abgebaut, weil mir Folgendes eingefallen ist. Ich hatte die ja, lass uns mal noch welche machen. Ist die Falltür? Türe, irgendwas. Klappe, glaube ich. Hier. Lasst uns da nochmal schnell ein paar machen. Ich habe ja wieder Holz geholt. Und das mal eben schnell. Denn das Problem ist, ich schiebe mal kurz die Blöcke wieder zusammen. So, dann lasst uns mal hier wieder einen Block machen. Oder machen wir so einen halben Block, dann kann ich euch erklären, was ich möchte. Wir hatten das damals bei der Falle nämlich so, dass ich hier oder eben hier und hier so einen Block sitzen hatte. Kurz runter mit den Klappen. Und ich hatte die Klappe ja hier und dann funktioniert das Ganze nicht.
Ich möchte aber unbedingt hier so einen Block haben, weil ich glaube, darauf hatte ich doch den Schubser. Ich glaube, ich hatte eine, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf einer Seite hatte ich auf jeden Fall diesen Schubser, der dann mich hier unterstützt hat und quasi immer die Runde gestoßen hat. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Also Fakt ist auf jeden Fall, hier kommt eine hin. Jetzt muss ich die dreidimensionale Rotation machen. Und dann so, so und so. Die anderen heben wir einfach mal auf. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wie das Konzept war. Ich bin hier gestanden und von hier hat es geschubst. Irgendwie so ähnlich hatten wir das. Schauen wir uns da nochmal an, wenn es soweit ist. Und zum Thema Elektrofalle, ich glaube, das ist eine der ersten, die man bekommen kann. Da müssen wir uns da noch ein Konzept überlegen, dass wir diese Elektroden wieder richtig platzieren, damit die möglichst viele erwischen, auch die Hunde. Und geschützt sind vor den Spuckangriffen. Also das ist halt der Sport dann eben. Ich würde die Türen jetzt mal hier zum Thema Falle reinmachen. Dann weiß ich nicht, Rohstoffe. Ich glaube, ich hatte gesagt, Lehm ist erstmal genug oben drin. Steine würde ich jetzt auch mal raus. Soll mal ein paar behalten. Jetzt mal irgendwas bauen oder reparieren. Ich bin mir nicht mehr sicher. Behalten wir mal. Und ich glaube, hier hatte ich, warum auch immer, das Gras drin. Machen wir rausnehmen eigentlich. Genau, ich habe 2 oder 3 Schlangen in der Nacht gehabt. Das bedeutet, ich würde gerne versuchen, wie viel von unserem guten Essen ich herstellen kann. Wir haben noch ein schmutziges Wasser, was wir durchlaufen lassen können. Schauen wir mal, wie viel im Regensammler drin ist, im Tausammler. Oh, ja, muss ich regelmäßig leeren. Waren auch 3 Stück drin. So, schaut mal. Und so können wir uns doch über Wasser halten. Denke ich mal, ich mache zuerst Wasser, glaube ich. Ja, wir machen Wasser. Und dann natürlich zum Essen wieder Speck mit Eiern. Und zwar 4 Stück nur. Ja, wegen dem... Ja, puh. Ist nicht günstig, aber halt sehr, sehr wertvoll. Ich glaube, das braucht nochmal ein bisschen Holz. Eventuell. Ich will nicht ganz so viel reinmachen, weil ich tendiere ja dazu, das zu vergessen auszuschalten. Und dann ist Feierabend. Das ganze Holz durchgebrannt. Und Leder. Lass mal kurz schauen. Ich möchte nämlich Folgendes machen. Das wäre mir auch noch sehr wichtig vor der Horde geschehen. Oh, wir haben kein Leder mehr. Doch, hier 14. Weil ich möchte... Ich nehme gleich mal was mit. Ich nehme es nicht mit. Schauen wir es uns zuerst an. Ich möchte Rüstung bauen. Und zwar möchte ich... Habe ich mir ausgesucht, Folgende machen... ich Plünderer. Es ist das Plünderer-Outfit, weil ich glaube, finde Beute von besserer Qualität, kann niemals schaden. Und es ist eine mittlere Rüstung. Ich möchte sowieso auf mittlere Rüstung gehen. Das bedeutet, wir brauchen hier dieses Rüstungspaket und Leder. Rüstungspaket Leder. Rüstungspaket Leder. Sollen wir da mal ein bisschen was herstellen? Komm, wir machen das. Ich finde es eigentlich ganz cool. Haben wir noch Rüstungspakete? 2 Stück. Das ist doch besser als nichts. Landwirt und Nerd. Ich will wirklich auf dieses Set gehen. Und dann können wir eigentlich alles andere auch scrappen. Ehrlich gesagt. Ja. Würde ich dann tatsächlich machen wollen. Hey, komm, lasst uns schon mal anfangen damit. Mit was starten wir? Jetzt mal kurz schauen. Wir haben eine mittlere Assassinenkapuze. Die finde ich, glaube ich, gar nicht schlecht. Dann lasst uns beim Outfit starten. Und vielleicht die Handschuhe dazu. Lass uns das mal machen. 2 Stück können wir herstellen, dann würde ich sagen, Räuber, Vollstrecker, Ranger. Was hatte ich jetzt gesagt, Willig? Ich glaube, ich bin zu weit. Plünderer, genau. Das mit der besseren Beutequalität, das würde ich gerne machen. Dann würde ich sagen, Outfit wird hergestellt, coole Sache. Und dann hatte ich gesagt, die Handschuhe, wobei der Hut natürlich auch cool kommt, oder? Er kommt auch ziemlich cool. Aber ne, jetzt bleibt mal beim Plan. Prediger, Plünderer, Hut, Outfit, Stiefel. Handschuhe, hier oben sind sie. Los geht's. 2 Stück sind hergestellt, wir müssen nicht alles auf einmal machen. Wir können das schon Stück für Stück machen. Uns anschauen. Handschuhe raus. Outfit raus. Schurken und Vollstrecker. Ja, ist doch okay. Achso, ich muss es auch rausnehmen, ne? Das ergibt Sinn. Zack, so. Und wir starten uns aus. Plünderer Handschuhe. Plünderer Outfit. Schau mal, ich finde, es kommt cool.
Sieht sehr schick aus. Das passt zu uns. Und dann brauchen wir natürlich die coole Kapuze noch auf jeden Fall. Was würde die denn kosten? Wo waren denn diese Rüstungsmod-Cool-Dinger? Rüstungsfertigungspaket. Leute, jetzt bin ich im Building-Modus. Ich suche mal kurz alles zusammen und dann bauen wir das noch, oder? Schaut mal, das ist gar nicht so teuer. Wir können uns das locker herstellen. Ich mache jetzt aber nur mal so viel, wie ich brauche. Wir brauchen die Mütze und die Handschuhe, oder? 2 Stück reichen vollkommen. Auch wegen Klebeband. Das ist ja dann doch relativ teuer. Wenn ich das hier scrap. Oh, ich krieg Teile dafür. Aber das ist doch auch nicht schlecht, oder? Mein Geld wäre natürlich auch gut, aber ich krieg immerhin die Rüstungsteile wieder. Hey, das finde ich eine gute Sache. Dann würde ich sagen, let's go. Weiter zur Rüstung. Ich meine, das ist Stufe 1. Okay, aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Wir machen uns den coolen Hut. Und dann geht uns das Leder aus. Okay, hey, aber immerhin Hut. Ein Hut ist immer gut. Ja, so machen wir das. Wir nehmen es an uns. Wir nehmen die Teile auch an uns. Und wir machen den Hut. Cool. Achso, ich muss wieder abwarten. Wie lange dauert das? Sekunden. Sehr geil. Und wir ziehen uns an. Gut. Ja, jetzt. Coole Sache. Nachher schauen wir ihn mal draußen, wenn wir draußen sind. Schauen wir ihn mal richtig an. Ja, cool. Okay. Dann haben wir das. Dann würde ich sagen, ich räume alles ein. Auch oben das Metall, Eisen und so weiter. Das hier würde ich scrappen wegen den Teilen. Finde ich jetzt gar nicht so dumm. An Waffen mangelt es uns doch jetzt gar nicht mehr so sehr. Von dem her würde ich sagen, wir scrappen das ganze Zeug für die Parts. Werfen das wieder zurück. Ich schaue nach dem Essen, nach dem Trinken. Und wenn alles soweit ist, dann machen wir uns auf den Weg. Und wie gesagt, wir schauen uns draußen den Guten nochmal an. Was wir noch kurz zusammen machen können, bevor ich es vergesse. Ich habe einen Punkt vergeben auf Bergarbeitermeister, damit ich eben schneller hier, ihr wisst schon, abbauen kann. Und ich wusste gar nicht mehr, wie krass man aufsteigt, wenn man nur aufwertet. Das ist also gar nicht zu unterschätzen. Wir haben nochmal 2 Punkte. Die können wir ja noch gemeinsam vergeben. Ich würde zum Beispiel einen auf mittlere Rüstung geben wollen, weil das uns erstens hilft, wenn wir jetzt mittlere Rüstung tragen. Und zweitens ist es so, dass wir mehr Rüstung und Teile finden und wahrscheinlich auch die Magazine. Also es wird uns auf jeden Fall helfen. Und den anderen Punkt, ja, wir wollen ja hier weiterkommen. Ich würde ihn jetzt tatsächlich einfach auf Intelligenz ballern. Ja? Dann sind die nämlich auch vergeben. Jo, dann statte ich mich aus und wir sehen uns gleich, Leute. So, schaut mal, Leute, ich bin soweit und wie versprochen, schauen wir uns selber erstmal richtig an. Ich finde es cool. Die Outfits machen richtig was her, finde ich. Komm mal näher her. Ich finde es cool, was er alles dabei hat. Also auch so die kleinen Details. Erstmal gefallen mir die vielen Taschen, die er überall hat. Seile hat er dabei. So eine Schlafsackrolle hat er dabei, was zum Trinken. Und da unten sehe ich so ein Werkzeugset mit Schraubenschlüssel, Schraubendreher und so. Coole Sache. Also es wirkt schon cool. Mir gefällt auch die Basecap. Ah, richtig gut. So machen wir doch auf jeden Fall was her. Yes. Gefällt mir. Also, Outfit ist hergestellt und ich würde auch sagen, wir bleiben jetzt mal für längere Zeit bei dieser Art Outfit. Weil erstens will ich den Bonus haben. Das bedeutet, ich habe geschaut, uns haben jetzt genau 2 Leder noch gefehlt. Das bedeutet eine Schlange oder sonst noch irgendwas. Und dann können wir eigentlich schon die Stiefel herstellen, dann kriegen wir auch den Set-Bonus. Also das wäre eigentlich auf jeden Fall auch noch ein Ziel. Aber ich fühle mich so schon ganz gut. Und mit dem Punkt auf Rüstung, auf mittlere, denke ich, wird uns das auf jeden Fall helfen, da bessere Sachen zu finden und ja, mehr Rüstungsteile auch. Und ich schaue immer wieder hier, wenn ich fahre, auch nebenher. Wir haben einige Erzquellen hier, das ist gut. An die muss ich mich irgendwann mal ranmachen, weil je schneller wir da unseren gewissen Vorrat zusammensuchen, desto besser. Und ich will eine dritte Schmiede noch aufbauen. Weiß nicht, ob uns das noch gelingt vor der Horde oder dann eben danach. Und ansonsten, die Zeit rast hier so wahnsinnig. Aber ich freue mich. Ich bin echt ein bisschen erleichtert. Ich habe jetzt nämlich ein bisschen mehr Zeit, um mich auch auf die Folgen besser vorzubereiten oder auch in den Folgen ein bisschen mehr zu machen, weil jetzt das Starsend ist abgeschlossen. Das ist quasi jetzt mit der letzten Folge war die finale Episode. Und mit 2 Spielen parallel tue ich mich wesentlich leichter als mit 3. Das war jetzt schon ein bisschen knackig für mich persönlich. Und
Wir haben Hunger. Ich würde fast sagen, lass uns noch hier so ein bisschen in die freie Fläche. Und dann würde ich einmal kurz. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir das Essen zu uns nehmen, was ich gemacht habe. Ich habe es komplett vergessen, ist also noch im Kocher drin. Und das bedeutet, ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder wir gehen wieder zurück oder wir nehmen auf der Strecke mit, was wir können. Denn zwei Dinge. Zum einen möchte ich durch diese Stadt fahren und alle Briefkästen mitnehmen jetzt. Wir müssen es irgendwann machen, also können wir es auch jetzt machen. Und vielleicht können wir in das ein oder andere Haus einfach nur reinschauen, Küche plündern, wieder raus. Dann dürften wir genügend Dosen und so weiter finden. Und das ist jetzt natürlich nicht unbedingt eine Quest, die wir jetzt machen. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr wertvoll. Und ich mache es jetzt so. Ich nehme alles einfach mit. Das ist das Schnellste und Einfachste. Und dann schauen wir später, was wir alles bekommen haben. Hier ist ein Trailer und ein Hundekäfig. Das ist nicht gut. So, hier ist wahrscheinlich abgeschlossen. Und jetzt muss ich einen schnellen Weg reinfinden, weil wie gesagt, der einfachste Weg ist kurz in die Küche. Plündern, was möglich ist. Und am besten, gleich bahnen wir unseren Weg. Komm, wir machen das mal kurz. Manchmal lohnt sich das, das so zu machen. Zack, Klotz hin. Und wir hauen uns mal ganz kurz einen Weg hier durch. Weil wenn ich jetzt unten reingehe, dann muss ich mir den kompletten Weg durch die ganze Bude bahnen und da habe ich irgendwie auch keine Lust drauf. Vielleicht machen wir das, kleine Planänderung. Vielleicht machen wir das heute einfach so. Der eine ist wieder weg. Dass wir einfach so ein bisschen Häuser und Zeitungsloot machen, anstatt eine Quest. Ich muss natürlich eine Quest machen, ist völlig klar. Schaut mal, wir sind direkt da, wo ich hin wollte. Ist es cool oder ist es cool? Hier, was Kleines zum Essen gefunden. Knochen gefunden. Das ist nicht unbedingt der Hammer. Nochmal Knochen gefunden. Ich gebe nicht auf, ja? Ich würde es versuchen wollen. Mist. So, ja, jetzt kommt von außen jemand. Kaffee. Immerhin ein Wasser. Ja, ich bin trotzdem dafür, dass wir das jetzt machen. Achso, der steht schon neben mir. Na dann. Dann kriegt er eine. Ja, du ziehst halt alle möglichen Leute an. Ist okay. Will ich mich jetzt nicht rumschlagen? Hier drin bestimmt auch eine gute Chance. Nee, wir gehen mal weiter. Ich lass mal kurz das Fahrrad liegen. Schau mal, wir ziehen die ganze Umgebung an. Was ist denn da los? Okay, du kriegst eine von mir, das ist okay. Und Zeitungen abzustauben ist ja auch nicht zu unterschätzen. Hier ist ein Kühlschrank, schaut mal. Aber den kann ich so nicht plündern. Wenn ich draufhau, dann wecke ich wahrscheinlich alle in der Umgebung. Ich will nur ein bisschen hier die Küche. Das ist immer cool eigentlich. Vielleicht beschränken wir uns da drauf, bevor ich mir zu lang Zeit lasse. Wir gehen rein und schnappen uns immer diesen kleinen Haufen, der auf dem Tisch steht, oder? Ey, ist doch ein Deal. Ich würde sagen, das ist ein Deal. Ich hätte gern mein Fahrrad. Wie geil. Ein Dreierknüppel geht halt doch was. Komm, wir machen das. Ich habe mich gerade entschlossen, wir lassen Quest für heute mal Quest sein. Ist ja sowieso oftmals ähnlich, sag ich jetzt mal. Von dem her würde ich vielleicht offscreen so eine ganz simple Quest machen. Oder die Abgabe von der Quest würde ich dann offscreen machen. Da lasst uns doch jetzt. Da kann ich mir nämlich richtig gemütlich Zeit lassen. Dann schlendern wir jetzt hier so durch, nehmen mit, was wir kriegen können, schauen uns ein bisschen um. Und das ist doch auch mal, denke ich, eine schöne Abwechslung. Weil immer nur questen, questen ist ja eigentlich auch. Am Anfang sind die Quests halt noch nicht so herausfordernd. Basically ist es immer rein, rauf, runter, raus. Bevor mit Stufe 3, 4, glaube ich, wird es dann wirklich spannend. Die Briefkästen hier scheinen schon entweder gelootet von mir oder leer zu sein. Hier, Trailer Park ist immer eine geile Sache. Komm, den machen wir. Ich liebe auch die Quests zum Trailer Park natürlich. Aber Pistole ist nachgeladen, weil es wird definitiv ein Hund kommen. Wie kann man es so ballern? Ich sag nur, es wird einer kommen und dann, ja, habe ich ihn nicht kommen sehen. Auch oh, Schlange, sehr gut. Kommen Sie her. Ihr seht, ich werde mutiger. Normal schieße ich immer drauf. Okay, den machen wir kurz weg, bevor der uns von hinten eine knüppelt. Knüppeln wir ihn.
Und die Schlange schnappen wir uns. Eins, zwei. So, wir haben genug Leder, um uns die Stiefel nachher herzustellen. Das ist auch schon mal gut. Und wie ich es gesagt hatte, ich schnappe mir jetzt einfach kurz alle Zeitungen. Und später schauen wir uns unsere Belohnung dann an. In den Trailern hatte ich das Gefühl, gibt es tatsächlich auch immer wieder sehr, sehr guten Loot. Schaut mal hier. Natürlich auch gute Gegner. Oh, der lebt noch. Wow. Hier, Zeitung. Sehr wertvoll. Kiste würde ich jetzt natürlich auch nicht liegen lassen. Und vor allem ist es eine Food Supply Kiste. Coole Sache. Ja, also schaut mal. Katzenfutter. Dann haben wir doch vorhin Thunfisch gefunden, glaube ich, oder? Hier. Und eine Dose haben wir noch. Das ist cool. Ich schaue trotzdem hier kurz rein, wenn ich jetzt schon hier stehe. Nee, lohnt sich nicht, tatsächlich. Wenn wir reinschauen, dann doch besser einfach nur das Offensichtliche mitnehmen. Auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt in irgendeiner Kiste, in irgendeinem Schrank was übersehen. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ausdauer, immer noch Essen. Dann muss ich das hier doch noch zu mir nehmen. Ich sortiere mal kurz ein bisschen aus. So, schon sind wir nicht mehr überladen. Hier, schaut mal. Ich sehe zwei Stück, hier kommt gleich einer. Und bis der da ist, sind wir schon wieder weg. Ciao. So machen wir das. Wenn wir jetzt hier schnell sind. Ich erinnere mich. Nee, komm. Geh zu, ciao. Die ist mir jetzt zu viel. Oh, du bist schnell. Vielleicht schaffen wir es hier wegzukommen, bevor die, die große böse Frau uns erreicht. Hier scheint auch nichts Essenstechnisches rumzuliegen. Schade, schade. Jetzt haben wir den ganzen Trailerpark aufgeweckt. Ich den Trailer mal angeklopft. Da kommt hier noch letzter Trailer. Mal kurz reingeschaut. Es könnte sich lohnen. Ist nochmal jemand? Ich mach mal die Tür zu, dann wird man zumindest nicht überrascht. So. Er ist tot. Gut, hier haben wir jetzt wohl nur diese Kiste. Ist okay. Ist ein Gas. Kann auch was Wichtiges drin sein. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Yeah, zwei Magazine. Sehr, sehr gut. Nur Verdorbenes. Ja, jetzt haben wir die natürlich alle hier vor dem... So, lass mich durch. Ich bin Arzt. Und ciao. Schnell weg. Wie gesagt, immer wieder ein Wegklopfen. Alles gut, aber ich muss jetzt nicht alle gemacht haben. Hier brennt's. Rechts oder links rum? Ich würde sagen links. Dann gleich wieder. Hier ist ein Briefkasten. Hier ist ein Briefkasten. Ich park mal hier. Schaut mal, da können wir kurz zu Fuß gehen. Die sind ja zum Glück recht entspannt, weil sie so langsam sind. So, und schon haben wir unser Essensproblem nämlich gelöst. Da hinten ist auch noch einer. Gehe ich auch kurz zu Fuß hin. Oh, wir sind halt maximal überladen. In den Zeitungen. Und da ist auch noch einer, den schnappen wir uns auch zu Fuß. Und dann können wir ja mal kurz Bestandsaufnahme machen. So, den hier noch. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass es eben doch keine Quest gibt. Aber ich finde es eigentlich auch ganz lustig, hier mal so durch die Siedlung zu laufen. So, komm, dann machen wir mal. Du willst es unbedingt, oder? Vielleicht will er auch nur erlöst werden, ist ja klar. Ist bestimmt nicht angenehm, so verbrannt. Ausdauer. Ja, da würde ich auch gerne noch einen Punkt drauf geben. Aber ob es mir das wert ist, weiß ich immer nicht. Es gibt so viele andere coole Skills. Taschenskill, also erweiterter Inventarplatz, ist auch natürlich eine geile Sache. Ein Punkt drauf und wir hätten nochmal drei zusätzliche Plätze. Würde hier schon einiges jetzt ausmachen. Man kann eben nicht alles am Anfang. So, hier noch. Und hier noch. So, sollen wir mal kurz Bestandsaufnahme machen? Schau mal, wir haben einiges gefunden. Also, Ödlandschätze, Blei und Messing hatten wir wohl schon. Ich nehme es trotzdem. Das hier hatten wir wohl auch schon. Nehme ich einfach so. Den hier hatten wir auch schon. Das Schlagmann Band Nummer 3. Und alles andere ist neu. Also, eins für Fahrzeuge sind wir schon bei 14. Dann haben wir elektrische Fallen. Einen Punkt sind wir bei 9. Das wird sicher interessant, wenn wir da noch eins kriegen.
Zwei Stück für elektrische Handwerksfertigkeiten, sind wir bei 9. Dann haben wir Fertigung von Reparaturwerkzeugen. Klauenhammer Qualität 4, coole Sache. Der ist halt sehr teuer, deshalb baut man den nicht jedes Mal. Sprengstoffe ist okay, haben wir jetzt die Rohrbombe. Finde mehr medizinische Vorräte, ist immer gut. Fertigung von Sturmgewehren, Maschinengewehr Qualität 3 ist gut. Meistens bei den Waffen ist es so, dass ich eine Qualitätsstufe überspringe und würde quasi selbst wieder eine bauen, wenn wir bei 4 wären. Müssen wir mal schauen. Speerstöße machen wir Schaden. Das hier ist... Zoomen kostet 50% weniger Ausdauer. Das ist cool. Und der letzte Schuss in der Kammer verursacht doppelten Schaden. Hallo, vielen Dank. Das ist richtig gut. So, und schon sind wir nicht mehr überladen. Hier können wir auch noch reinschauen. Bisschen Aloe Vera. Warum nicht? So, Frage. Fahren wir den normalen Weg? Ich fahre mal den Weg entlang. Da haben wir ja auch schon die Chance, dann Briefkästen am besten zu finden. So, jetzt geht's links oder rechts. Ich würde hier mal kurz weiterfahren wollen. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob wir da schon waren. Offensichtlich nicht. So, hier ist ein Briefkasten. Ja, nur Papier, aber ich nehme es natürlich mit. Am Anfang erscheint es unwichtig, aber wenn du Schrotflintenmunition bauen willst, und die wollen wir bauen, brauchst du Papier ohne Ende. So, was haben wir hier gefunden? Wir können sie jetzt gleich nehmen. Vorschlaghammer Fertigung. Ob es hier was Interessantes gibt in den großen Fahrzeugen. Ich weiß nicht, ob wir jemand getriggert haben von da drin. Ich habe das Gefühl, ich krieg gleich eine. Und wir hauen wieder ab. Ja, Fahrzeuge sind nicht unwichtig zum Looten, muss ich schon gestehen. Vor allem die Minivans finde ich immer sehr, 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 sehr gut vom Loot. Oh, das war ein leerer Briefkasten, okay. Dann fahren wir mal hier weiter, hinten. Das ist jetzt zum Beispiel ein Gebäudetyp. Stehen muss, den hatte ich so nicht auf dem Schirm. Muss ich ehrlich sagen. Kann aber sein, den gibt es schon lange. Aber dieses Mehrfamilien-Dings hatte ich nicht auf dem Schirm. Doch, das ist das Hotel. Motel, ja, okay, von der Seite. Von der anderen kam es mir nicht so bekannt vor. Hier, Pickup, komm, dann machen wir den schnell. Wenn wir schon gerade hier sind. Hier, einmal ein Vehikel. Den Rest lassen wir drin. Okay, wo sind Briefkästen? Hier glaube ich keine. Hier ist eine Tankstelle. Tankstelle hat doch immer einen Zeitungsständer drin, oder? Weise. Gibt es hier einen Zeitungsständer? So. Tja, in der hier nicht. Und trotzdem kurz so ein bisschen hier. Oh oh, neben uns ist einer. Oh, auch noch ein großer. Okay, ciao. Muss nicht sein. Manchmal haben die einen Zeitungsständer. Das wäre jetzt natürlich cool gewesen. Ja, hier sind wir im Industriegebiet. Hier findest du nicht mehr so viel. Doch, hier findest du die großen Zeitungsboxen. Cool. Schon komplett vergessen, ehrlich gesagt. Oh, cool. Fahrzeug, Scheinwerfer-Mod. Vielen Dank. Und 20% erhöht 9 mm. Okay, die Reichweite von 9 mm um 20% erhöht, wenn sie mit einem Ziel oder Visier ausgestattet sind. Haben wir das? Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Wir fahren weiter. Was ist das hier? Feuerwehr? So, dann einmal hier nach oben geschaut. Hier geht es noch weiter. Mal trotzdem kurz einen Schwenk. Ja, ab und zu so eine Zeitungsfolge. Die muss halt einfach sein. Okay, jetzt bin ich auf Abwägen. Ich fahre, glaube ich, mal wieder nach Süden runter. Südwesten, weil ich glaube, da haben wir noch nicht alles, da sind wir abgebogen, weil hier ist, glaube ich, nur noch so Industrieviertel und beim nächsten Zeitungsständer sehen wir uns wieder. So, ich habe die Stadt hinter mir gelassen. Ich hoffe, ich habe wirklich alle Briefkästen gefunden. Sicher bin ich mir nicht, aber zumindest 90% müssten wir abgedeckt haben und das hat uns schon einen ordentlichen Boost verschafft, finde ich. Schaut mal, wir sind schon bei 16 bei Fahrzeugen jetzt. Technik-Freak, den hatten wir wohl schon. Das werfe ich raus, das werfe ich raus und komm, ein bisschen Vitamine schaden nicht. Wir sind zwar gerade nicht erschöpft oder so, aber jetzt haben wir nur noch einen Überladungspunkt. Und das klingt doch schon mal besser als 4-5. So, dann würde ich sagen, das Auto hier schnappe ich mir noch schnell, auf dass ich nicht auf die Mütze bekomme.
Oh, hat sich gelohnt. Schaut mal. Oh, das war sehr, sehr gut. Das ist das, was ich meine. Manchmal sind diese kleinen Busse richtig, richtig Deluxe. Hier wäre ein Polizeiauto, Leute. Sollen wir es nochmal versuchen? Eigentlich muss ich jetzt fast. Ob der uns findet, weiß ich nicht. Hey, komm, wir probieren es. Wir haben jetzt zwei Dietriche gefunden. Das bedeutet, ich wäre bereit, 4 Stück zu verbrauchen. So. Das ist der erste. Come on. Ja, bis 8 ist gut. Bisher nur einer. Okay, 2. Und? Wow, 2 Dietriche. Das ist richtig cool. Nicht schlecht. Ich sag ja, 1 Punkt hilft schon. Ich hab's Gefühl, ja. Es war schon klar. Okay, komm. Was hat der gemacht? Hat er sich in die Luft gejagt? Was ist passiert? Oder ist der hängen geblieben an den Barrikaden? Was ist passiert mit dem? Oh nein, das ist ein Polizist, deshalb. Okay, got it. Wäre jetzt cool, wenn wir die... Oh. Oh. Können Sie bitte... Ach komm, ich schieße mit dem... Ach so, auch nachladen. Ach Mist. Ich und das Nachladen, das müssen wir noch üben. Jo, wie er einfach durchgespuckt hat. Ist ja verständlich. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich überlege mir halt, wo der herkommt. Gibt es bestimmt feine Sachen. Lass uns mal kurz reinschauen in das Büro. Vielleicht finden wir da noch was. Und dann, ja, Zeit ist Geld. Nein, Zeit ist... Hier, schaut mal. Ist doch cool. Nochmal ein Buch gefunden. Dachte ich mir, dass es da drin bestimmt Sachen gibt, die nicht zu verachten sind. Ein bisschen Munition. Hallo, neuen Schuss. Wir haben zwar bestimmt mehr rausgeballert, aber ist okay. Hier noch ein... Oh, was? Wir haben 4 Armored ab. Wo habe ich die liegen lassen? Warum sagt mir das keiner? Wow. Okay. Mittlere Rüstung Qualität 2. Tja, hätte ich mal gewartet. Naja, ich habe mir einen kleinen Trick, wie ich ein bisschen aus Bäumen sammeln kann. Was? Ein Antibiotikum, okay. Cool, höhere Chancen, das ist gut. Wir haben zwar noch und haben keins mehr gebraucht, aber man kann ja nie wissen, wow, der eine Punkt auf Armor ab, auf Rüstung hat wohl einiges gebracht. Ich bin hellauf begeistert. Die Frage ist, ob wir beim Scrabben von selbst gecrafteter Rüstung, ob wir da wieder diese Rüstungssets zurückbekommen, wahrscheinlich nicht. Aber ganz ehrlich, so teuer sind die ja am Ende nicht. Oh oh. Schaut mal, wieder ein Fahrzeugding. Wir sind schon bei 18. Wenn wir so weitermachen, dann wette ich, dass wir bald das Minibike bekommen. So, komm, Leute, wir machen es so. Wir fahren jetzt noch gemeinsam rüber, beziehungsweise ich mache einen kleinen Schnitt, dann geben wir noch gemeinsam das, die Quest ab, holen eine neue Quest und dann würde ich rüber switchen in die nächste Folge. Und ja, nochmal, jetzt bin ich richtig entspannt hier bei der Sache. Das hat mich ein bisschen gestresst mit den 3 Spielen parallel. Da war ich nicht ganz so bei der Sache. Ich hoffe, man hat es nicht gemerkt, weil es echt viel war für mich mit meinem Zeitplan nebenher. Ja, von dem her freue ich mich jetzt richtig und würde direkt rüber switchen in die nächste Folge dann. Aber das machen wir jetzt noch gemeinsam. Sind nur noch 400 Meter. Wir sehen uns gleich bei Jen. Schaut mal, Leute, hier vorne ist ein Wildschwein. Meint ihr, mit der Pistole schaffen wir das? Auch das Gefühl, dass das Wildschwein uns schafft. Hey, wir haben es. Ich dachte, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Das ist völlig klar, weil, schaut mal, 23, 7, 17, 17 und 7. 17 Fleisch, 7 Leder. Geile Sache. Lassen Sie uns in Ruhe. Den habe ich noch gelootet und dann habe ich das Wildschwein gesehen. Das ist selten. Also tatsächlich ist es, glaube ich, das erste Wildtier, was uns jetzt so begegnet ist. Und wir haben es gemeistert. Sehr, sehr gut. Ich nehme noch ein bisschen was mit und wie versprochen gleich bei Jen. Schaut mal, hier gegenüber bei Jen ist so ein großes Feld. Da sind wir ja auch schon ab und zu drüber gefahren. War es nicht vorher immer so, dass auf den Feldern auch oft Wildschweine waren? Habe ich jetzt hier noch nicht feststellen können, aber irgendwie hatte ich das so in Erinnerung.
Aber ich kann mich auch täuschen. So, dann geben wir die Quest gemeinsam ab und schauen mal, was sie Schönes für uns hat. Es ist ja erst 11 Uhr. Los geht's. Das ist natürlich maximal uninteressant. Dann die Munition. Pflastersteine wären nicht unwichtig, damit wir vielleicht die unteren Teile von unserem Turm schon mal aufwerten können. Ach verdammt, ich nehme die Munition. Wir müssen einfach schauen, dass wir so schnell wie möglich den Zementmischer bekommen, um das herzustellen. Ja, haben wir was zum Verkaufen, bevor ich jetzt hier loslege? Die hier wollte ich eigentlich scrappen. Ich glaube nicht, dass ich was zum Verkaufen habe, oder? Also nicht, dass ich wüsste dann. So, zeig mir mal, was du hier hast. Vergrabene Vorräte, nicht unbedingt. Dass die zwei wären relativ nah dran. Aber eine befallene Stufe 2 könnten wir schon mal machen, oder? Komm, wir machen zuerst mal eine Abholen-Säubern. Heals, okay. Das klingt doch schon gut. Bohrbaren Fields, das bedeutet, ich gehe davon aus, dass es hier Wildschweine hat. Und das würde uns wieder Leder bringen. Ich weiß, die haben es in sich, vor allem, wenn sie zu mehreren kommen. Wir machen es. Das ist gekauft. Weil wir brauchen so viel Leder wie möglich für Rüstung und andere Dinge. Von dem her ist das gekauft. Also Leute, ich switch rüber in die nächste Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Ich sortiere noch ein bisschen ins Inventar und beim nächsten Mal sehen wir uns direkt bei der Quest. Die ist hier unten. Da waren wir noch nicht. Cool. Also, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao.